Der Lotto-Millionär aus Dortmund war noch nie in der Hauptstadt. Jetzt kann er sich Luxus-Shopping leisten. Tausende Euro in wenigen Minuten für einen Zehnfach-Millionär scheinbar kein Problem. Aber was will Chico vor diesem besetzten Haus? Keine Ahnung, das kann nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht. Also von vorne. Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico, stattet Bild in Berlin einen Besuch ab. Der Lotto-Millionär ist das erste Mal in der Hauptstadt und von der Aussicht ganz fasziniert. Boah, das ist aber geil hier. Hoch oben über der Stadt rechnet ihm TV-Moderatorin Janina Kirsch vor, dass sein 10 Millionen Lottogewinn nicht allzu lange halten wird, wenn er mit dem Geld ausgeben nicht mal eine Pause einlegt. Lass uns mal 1,5 Millionen sagen. Okay. So, ja? Okay. 1,5 Millionen hast du ausgegeben bis jetzt. So. Das ist so in einem guten Monat gewesen. Jawohl, ne? Das musste sein. So, jetzt rechnen wir das mal 12 zum Beispiel. Das geht doch nicht. Ich kann doch nicht jeden Monat einen Ferrari kaufen und ein Dings kaufen. Jetzt also erstmal Sightseeing. Das größte Wahrzeichen der Stadt, das Brandenburger Tor. Chico sieht es zum ersten Mal. Und nach wenigen Sekunden ist er selbst das Fotomotiv. Wo Chico auftaucht, sind seine Fans nicht weit. Und was will er noch alles sehen? Ja, da wo die ganzen Türken sind, wie heißt das nochmal, Kreuzberg? Das will ich einmal sehen. Und so einmal so, da wo man shoppen gehen kann, so edel shoppen gehen kann. KDW. Ja, das will ich mal auch mal einmal sehen, weil ich kenne mich hier nicht aus. Ich freue mich, dass ihr hier seid und dass ihr mir zeigt. Ne? Das ist schon mal schön. Also macht Chico erstmal, was er am liebsten macht. Shoppen natürlich. In Berlins berühmtestem Luxuskaufhaus lässt es der 42-Jährige mal wieder richtig krachen. Allein von diesen 600 Euro Balenciaga-Schuhen hat Chico inzwischen 15 Paar. Designer-Daunenjacken besitzt er sogar 30, kaum eine davon unter 1500 Euro. Alle Marken sind da, alle Edeldinge sind da, ne? KDW, klar, Riesending, ne? Am Schluss sind es über 6.000 Euro für Designerklamotten in einer halben Stunde. So viel geben die meisten Leute nicht mal im ganzen Jahr aus. Ja klar bin ich fündig geworden, klar. Auf jeden Fall. Ja, war schön, auf jeden Fall. Und noch etwas will Chico sich in Berlin anschauen. Das berühmteste besetzte Haus Deutschlands in der Rigaer Straße 94. Jahrzehntelang mietfrei leben. So etwas gibt es in Chicos Heimat Dortmund nicht. Ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland. Erste Mal habe ich sowas. 30 Jahre, der soll bei mir im Haus wohnen und nichts Miete bezahlen. Der hat Strom, Wasser. Da ist irgendwas faul, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt will es Chico genau wissen. Kommt man da rein? Kann ihm vielleicht einer der Bewohner die Hausbesetzer-Szene erklären? Traurig, ey. Traurig. Kein Einlass für Chico. Aber in Kreuzberg fühlt sich der gebürtige Türke schon deutlich wohler. Hier sind die Straßen gesäumt von türkischen Restaurants und Geschäften. Und Chico hat Lust auf ein original türkisches Essen. Ben Lotto Millionär, Mann. Lotto Millionär. O Türk var ya yakalayan 10 Millionen. O benim işte. Abi nereye oturuyoruz? Oturabilir miyiz? Gel, komm. Andreas, nasılsın? Hinsetzen. Auch hier scheint ihn jeder bereits zu kennen. Selfies mit dem Multimillionär. Und dazu Iskender Kebab. Das gibt's so originaltürkisch nicht an jeder Ecke. Nicht mal im Ruhrgebiet. Doch, es gibt, aber sowas gibt's nicht in Dortmund. Das hier, was hier, das habe ich nirgendwo in Deutschland, keine Ahnung. Klar machen die auch Iskender, aber halt nicht so. Das habe ich direkt bei Döner-Eckern. Ne, sowas siehst du nur in der Türkei. Wow. Diesen speziellen Kebab kennt Chico aus seiner anatolischen Heimat. Und so fühlt er sich im Handumdrehen pudelwohl in der großen, fremden Stadt. Boah, Berlin ist krasser als in Dortmund gewesen, ohne Scheiß. Mich haben die noch mehr hier erkannt als da NRW. Ohne Scheiß, ich habe mich gewundert. Ja, war schön. Alle Welt kennt Chico und jetzt...